Herzlich willkommen zurück zu Hard Truck Apocalypse. Und ja, wir fahren jetzt wieder zurück, haben ein Ölfass dabei, haben das hier in unseren Tank wahrscheinlich reingetan oder in unser Führerhaus. Eins der wenigen, das ich noch nicht zerstört habe, um zu zeigen, dass das hier wieder die Ölmine wieder arbeitet. Man hätte eigentlich auch eins der Fässer nehmen können, die da vorher rumstanden, oder? Dann hätten wir ein bisschen cheaten können. Naja, egal. Fällt ja auch auf, wenn die Arbeiter in der Bar rumhängen, was jetzt ja zum Glück nicht mehr der Fall ist. Ging das sogar recht schnell. Das kam mir letztes Mal immer viel länger vor. Ich weiß auch gar nicht, wie wir uns da eben umbringen wollen. Dann hätten wir hier mal unser neues Setup testen können. Können wir auch nochmal eben durchladen. So. Ach, ich hätte noch Sachen kaufen müssen, die wir hier wieder verkaufen können. Da habe ich jetzt, das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Na gut, zu spät. Bäm. Sehr gut. So, der Bürgermeister ist weg. Arbeiter Reed. Danke, du hast unserer Stadt wirklich geholfen. Du bist hier jederzeit willkommen. Und du wirst immer einen Rabatt in unseren Läden erhalten. Was ist mit der Straße nach Norden? Nachdem unser Benzinproblem gelöst wurde, kannst du dich unseren Karawanen anschließen. Sie werden dir den Weg zeigen. Lebewohl. Aufseher Buck, können wir mit dir mal sprechen? Irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Okay. Gut. Ich glaube, wirklich Geld haben wir jetzt gerade nicht, um hier nochmal nachzurüsten. Kannst du diesen Gegenstand nicht leisten. Das könnte ich mir leisten. Das würde ich mir aber nicht leisten. Gut. Dann halt nicht. Was ist da noch ein Auftrag? 200 Münzen gab's. Und ein neues Buch wurde dem Abschnitt der Bücher deines Tagebuchs hinzugefügt. Das schauen wir uns doch gerne an. Ach, hier sind verschiedene Bücher. Eieiei, das ist natürlich was. Wahnsinn. Die Abenteuer von Sadiban Band 2 wahrscheinlich. Ja, könnt ihr euch, glaube ich, dann auch so einmal durchlesen. Ich glaube, dass es jetzt nicht so wichtig ist. Das nächste große ist dann hier das Seetor finden. Irgendwo weit oben im Norden befindet sich das Seetor. Die Karawane aus dem Minin wird mir den Weg in diese Gegend zeigen. Ja, das heißt, die müssen wir jetzt wahrscheinlich machen. Das heißt, dem alten Mann können wir jetzt immer noch nicht helfen. Oder? Ja, hier sind irgendwo, ist hier ein weißer Wagen auf der Map gewesen. Da oben. Dem werden wir jetzt wahrscheinlich folgen müssen. Das ist die Karawane. Und die bringt uns jetzt zum Seetor. Oder ist das auch auf der Karte eingezeichnet? Das ist dann da oben irgendwo herausfinden, wo sich das Tor befindet. Gut, dann machen wir das halt eben. Oh, der ist ja noch langsamer als der Bürgermeister vorhin. Hallo. Immerhin hat er ordentlich Trefferpunkte mit 2000. Das ist aber vielleicht auch notwendig, je nachdem, denn bewaffnet scheint er mir eher nicht zu sein. Das ist natürlich schon ein Problem. Wenn dann gleich wieder 1000 Gegner spawnen. Fahren wir lang. Wir folgen der Straße, oder? Ne, wir fahren hier rein. Okay, dann fahren wir hier rein. Ja, da kommt schon einer. Zwei Lorries. Und dahinter hinten ist noch ein Landstreicher. Den machen wir vielleicht erstmal kalt. Erstmal warten, bis wir nachladen haben. Der ist relativ schnell runter. Und wo ist jetzt mein Kumpel? Haben sie den jetzt kaputt gehauen? Ich muss mal eben das nachschauen. Fährt er da vorne noch? Der ist doch weggefahren, oder? Nicht, dass der jetzt kaputt ist. Da war nämlich eben so ein weißes X eben. Aber die Quest ist auch nicht gescheitert. Ist der hier noch irgendwo?
Da vorne. Oh, Glück gehabt. Dann fahre ich da mal schnell hinterher. Barrikade eben noch weg. Ja. Schön dagegen gefahren. Aber das Seetor ist halt, wie gesagt, auch ausgeschildert, ne? Wo ist er denn jetzt? Oder habe ich mir das eben nur eingebildet? Ich hätte ihm einfach weiter folgen sollen. Und ich glaube, ich habe auch schon länger nicht mehr gespeichert. Ich weiß nicht, ob der zwischendurch mein Autosave gemacht hat. Wir fahren jetzt einfach mal hier durch. Ja, wir fahren mal in das andere Gebiet. Gucken wir mal. Ich hoffe, er schafft es jetzt und stürzt nicht wieder ab. Wir sind jetzt in Hel und dort hinten ist das Orakel. Wir wollten noch das Seetor finden. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was er da gemacht hat. Mist. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Seetor finden, herausfinden, wo das Seetor ist. Ich kann die aber auch nicht auswählen. Wir haben Missionsgegenstände, okay. Ja. Oh, alten Mann habe ich nicht hingekriegt. Das ist jetzt abgebrochen. Gut, dann fahren wir jetzt zum Orakel. Dann fahren wir jetzt halt zum Orakel. Ist wie es ist. Dann haben wir die Nebenquest jetzt nicht geschafft. Macht aber, glaube ich, nichts. Hier ist eine Stadt. Ist die uns freundlich gesonnen? Mal eben Autosave, falls es nicht ist. Sieht aber soweit ganz einladend aus. Und eine, ja, so eine Dudelsackmusik, ne? Ist irgendwie auch ganz seltsam. Aber cool. Unerwartet. Olme. Willkommen in Olme. Und die verkaufen tatsächlich Öl. Die verkaufen Öl. Das ist ja mal interessant. Repariert mich doch einfach mal. Und dann sprechen wir doch mal mit dem Barmann. Hallo Reisender. Hast du vielleicht Arbeit für mich? Wir haben mehrere wertvolle Maschinenteile aufgesammelt. Liefere sie in Berko ab. Die lokalen Techniker werden dir dafür 254 Münzen zahlen. Ja klar, warum nicht? Percito. Ein weiterer Besuch vom Festland. Ach, wir sind durch Seetor gefahren? Kann das sein? Guten Morgen, Meeresvolk. Guten Morgen, aber was soll das mit dem Meer? Das ist ein Fischerdorf, oder? Du befindest dich in der Hauptstadt des Freien Landes. Siehst du hier irgendwo das Meer? Nicht wirklich. Es tut mir leid, wenn ich deine patriotischen Gefühle verletzt haben sollte. Ich versuche den alten Homer. Schon einmal von ihm gehört? Jeder kennt den alten Schwätzer. Er belästigt die Leute mit seinen Märchen, wenn er betrunken ist. Schön, wo kann ich ihn finden? Du versuche es in einem der Fischerdörfer. Schaue mich nicht so an. In allen Dörfern leben Fischer. Unser Dorf bildet die einzige Ausnahme. Danke, ich werde ihn suchen. Ja, das war doch hier schon mal, ne? Recht intensiv. Gelden, würdest du uns helfen? Was kann ich für euch tun? Unser Lagerhaus wurde vor kurzem von den Ortsansässigen besetzt. Warum holt ihr es euch nicht zurück? Wir möchten keinen großen Streit mit ihnen, deswegen bitten wir dich, dies für uns zu erledigen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was habt ihr denn hier noch Schönes? Auch sehr nette, große Sachen vor allem, die ich, ja, nicht so wirklich, ne? Und habt ihr ganz neue Autos vielleicht? Van, Lorry, Ural, das ist neu. 31.000. Was ist denn meiner eigentlich wert? Der ist natürlich insgesamt
schon besser. Hier ein Gewicht ist ein bisschen weniger. Das ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Mehr Ladekapazität. Was müsste ich denn dafür haben? 9000. Ah, das reicht nicht so ganz. Naja. Da müssen wir noch ein bisschen gegen Mauern fahren und so. Speichere ich trotzdem nochmal, auch wenn ich jetzt dagegen gefahren bin. Aber es erinnert einen hier, mach nochmal ein Autosave. Man weiß ja nie. Ja, fahren wir doch erstmal nach Berko, würde ich sagen. Da müssen wir... Nein! Tut mir leid. Ihr habt doch bestimmt ein super Gesundheitssystem, ne? Oh, wie viele Leute ich ja schon... Also, unglaublich. Leute umfahren, Sachen in die Luft jagen. Zum Glück interessiert das hier keinen. Ist das das... Und hier soll ich jetzt was hinbringen? Ist das euer Ernst? Nein, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das hättet ihr doch auch selber machen können. Ja, 254 Münzen bekommen. Ist ja gut. Die kaufen Öl für 874. Interessant. Kleine Waffenstreuung für Kanonen. Schussgenauigkeit von Kanonen plus 20%. Ich habe aber Maschinengewehre. Ich weiß halt nicht, ob das, wie das da reinzählt. Tankgröße von Trucks plus 100%. 18.000. Also ich weiß nicht. Man muss ja, glaube ich, um sich massiv aufzurüsten, tatsächlich... So, habe ich jetzt hier übersehen? Kann ich eigentlich noch mit Leuten sprechen? Also massiv aufzurüsten muss man, glaube ich, noch viel mehr handeln, als ich das tue. Da versuche ich mich ja so ein bisschen zu bremsen, weil ich nicht glaube, dass das sonderlich spannend ist. Der Barmann. Hallo Reisender. Hast du vielleicht Arbeit für mich? Bitte liefere dieses Paket im Lagerhaus ab. Es ist ein Zeichen unseres Respekts gegenüber den Menschen dort. Sie werden dir für diesen Dienst liebend gerne 1321 Münzen geben. Diese krummen Zahlen. Okay. Nail. Ach, ich sitze hier und bin zutiefst betrübt. Warum das? Das Leben war in letzter Zeit die Hölle auf Erden. Ja, sowas kommt vor. Okay. Ja, der Arme. Dann auf zum Lagerhaus. Würde ich sagen, das Lagerhaus ist da hinten. Haben wir noch andere Nebenquests jetzt eigentlich noch gehabt? Das Orakel, Homer, Seetor. Das kann ich halt nicht. Lagerhaus erreichen. Lagerhaus von den Banditen befreien. Ist es das gleiche Lagerhaus eigentlich? Da oben? Ja, dann... ja. Spricht ja alles dafür, jetzt als nächstes zum Lagerhaus zu fahren. Man könnte jetzt natürlich auch noch Öl die ganze Zeit hin und her fahren. Lohnt sich aber auch nur begrenzt. Lohnt sich nur begrenzt. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Ich denke mal, dass es schon Sinn macht, hier in diese Richtung weiterzufahren. Mal gucken, ob man da dann so Richtung Lagerhaus kommt, über diese Straße. Ist da hinten noch eine Straße? Noch eine Stadt? Sieht mir fast danach aus. Da ist eine Barrikade. Ja, hilft ja nichts. Und dann einfach mal weiter hier. Und die Dudelsackmusik geht weiter. Ich weiß nicht, das ist alles so durcheinander gemixt hier in diesem Spiel. Es ist irgendwie knuffig. Das sieht doch interessant aus hier. Dann mal gucken, ob wir unseren Vater tatsächlich hier in Hel finden. Hel, das ist ja die Hölle. Quasi. Aus dem germanischen Glauben. Da vorne ist schon eine Stadt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier. Ja, auch so. Das geht dann da auseinander. Okay. Ah, nee, da ist gar keine Barriere. Dann. Aber da sind Leute. Hallo. Scouts sind nett. Die Fischer mögen uns nicht.
Ja, ein Fighterfischer. Was haben wir denn den Fischern getan, frage ich mich. Oh nein, jetzt habe ich mich bestimmt da selber umgebracht. So ziemlich. Also durch die Gegner sterbe ich gar nicht so oft, wenn dann durch mich selber. Hm. Ach, jetzt bist du mir gefolgt. Ja. Stürzen die sich ja auch einfach runter. Na, Kuckuck. Du bist doch eigentlich gleich tot. Perfekt. Und da hinten ist auch irgendwo noch einer. Nee, da hinten ist noch einer. Hm. Ja, also Hild scheint tatsächlich feindes Land zu sein. Ich frage mich nur, was die Fischer gegen uns haben. Haben wir denen irgendwas getan? Öl aufgesammelt. Sehr schön. Das Paket nach Askan bringen, ist die Quest eigentlich noch da, frage ich mich gerade. Ne, die Quest ist weg. Paket nach Asgard bringen ist auch weg. Okay, also hier werden dann tatsächlich alle Quests resettet. Spannend. Oder knallt der Motor? Da hinten scheint gleich noch einer zu kommen. Ja, der muss doch weg. Fischerfighter. Sehr schön. Und dann können wir uns auch gleich reparieren. Astral. Ich hoffe, ihr wollt Öl haben. Corden. Erstmal das. Und Öl. Oh ja. Hier kommt man jetzt an das ganze Geld. Wie gesagt, bei den Kanonen bin ich mir halt nicht sicher. Das ist halt auch so eine Übersetzungssache. Köchin Nadja. Hallo Reisender. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Nix. Kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch Quests sind für die andere Hauptstoryline. Matthew. Hallo, warum setzt du dich nicht und trinkst ein Glas Ananaga mit mir? Das mache ich, wenn du bezahlst. Hm, ich werde dir keinen Drink spendieren. Ich werde es überleben. Lass mal gucken, oder? Da hätte doch noch eine andere Möglichkeit. Nee, mit dem können wir auch nichts machen. Also wie gesagt, ich glaube, das sind dann eher Sachen, wenn man dann, ja, auf der anderen Seite dann quasi spielt. So, hier teilt sich das. Wir fahren in die richtige Richtung. Wunderbar. Da ist noch eine Barrikade. Kein Problem. Weg damit. Und das da oben könnte schon das Lagerhaus sein. Ja, das wird das Lagerhaus sein. Das muss noch von Banditen befreit werden. Und wir müssen da noch was hinbringen. Wunderbar, also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Fahren jetzt auch mal hier den längeren Weg außen rum, stürze mich da nicht hoch. Nee, hier ist noch nichts. Ach, da vorne, das ist das Lagerhaus, okay. Mal nachladen. Hier kann man Metallschrott kaufen. Nachladezeit von Energiewaffen haben wir nicht. Das sind wieder Kanonen. Energiewaffen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so eine Sache. Hm. Das ist unser Auto. Aber wir haben doch hier noch die Quest. Verstehe ich nicht. Wir haben doch hier noch die Quest. Lagerhaus von den Banditen befreien. Ich muss einen Weg finden, sie loszuwerden. Okay. Vielleicht irgendwas, wo wir drauf schießen müssen. Ich meine, was anderes können wir ja eigentlich auch nicht machen. Oder habe ich da jetzt irgendwelche Gesprächsoptionen übersehen? Ja. Mit dem Wächter. Halt, wer da? Schon in Ordnung, ich bin nicht euer Feind.
Lass uns das entscheiden. Wer bist du? Ich bin gekommen, um über das Lagerhaus zu reden. Ha! Also haben die Händler eingesehen, dass es eine schlechte Idee war, unseren Anführer zu entführen? Und nun wollen sie ihn freilassen? Sie haben euren Anführer entführt, sagst du? Das habe ich nicht gewusst. Wir leben in schwierigen Zeiten. Das Lagerhaus ist unsere einzige Möglichkeit, mit diesen dreckigen Händlern zu verhandeln. Um was verhandelt ihr denn? Wir wollen, dass sie unseren Anführer freilassen. Wenn sie etwas tun, überlassen wir ihnen das Lagerhaus. In Ordnung, ich werde euch helfen. Wo befindet sich euer Anführer? Oder wir werden einfach alle töten. Ach komm, wir sind, warum sollten wir denen helfen? Oder? Ach komm, wo ist denn euer Anführer? Wenn wir das gewüssten, hätten wir ihn schon längst befreit. Finde du heraus, wo sie ihn gefangen halten. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay, Auftrag ausgeführt und Auftrag erhalten. Müssen wieder zurück nach Olme fahren. Aber das in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.